So, da sind wir auch schon wieder zurück bei der nächsten Folge von Need for Speed. Immer noch hier voll am Schütten. Und ich guck mal kurz auf die Karte. Wir haben jetzt 38.000. Ein Rennen sollte man noch absolvieren, dann dürfen wir vielleicht schon genug Geld haben. Dann können wir mal gleich in der Garage vorbeischauen, was es da zu kaufen gibt. Ich suche gerade sie in deinen Nachrichten nach, Spike. Okay, Nachrichten, Spike. Yo, wir starten ein Highway-Rennen. Wird nicht einfach, also sieh zu, dass deine Karre was kann. Lass dir vielleicht von Ames helfen. Die Typen meint's ernst. Bis später. Ja, ein Highway-Rennen, also ich weiß ja nicht. Leicht steht hier. Der Puls der Stadt absolviere die Route so schnell du kannst. Das kennen wir ja schon. Ich teleportiere mich mal eben kurz dahin. Also ich glaube schon, dass wir das schaffen. Ich meine, wir haben unseren Honda jetzt schon ein bisschen ordentlich frisiert, würde ich mal sagen. Rund 360 PS sollten schon ein bisschen reichen. Der Puls der Stadt. Bezwinge das Zeitfahren. Das Zeitfahren bezwingen? Was ist das denn für ein Deutsch? Egal. Wir legen einfach mal los. Das soll hier angeblich ein Highway-Rennen sein. So. Und ich fahre hier bewusst auf der Gegenfahrbahn, um unser Nitro aufzuladen. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Nitro, die man sich einbauen kann, was ich echt ganz cool finde. Das heißt, entweder wird das Nitro mit der Zeit einfach aufgeladen, oder man lädt es eben durch Aktionen wie Drifts, Gegenfahrbahn, bei Nahunfälle und so auf, wie man das auch schon kennt. So. Ich glaube, wir sind hier ganz gut unterwegs. Ich gebe mal ein bisschen Nitro. Ja, der Nitro-Effekt ist jetzt noch nicht so gigantisch, also. Oh, wir haben ja aber richtig Speed drauf. Siebter Gang, 276 hatten wir hier gerade. Und sind hier sogar ordentlich um die Kurve gekommen. Ja, das war ja mal was. Und das bei einer echt üblen Framerate. Und jetzt klart hier sogar so ein bisschen der Himmel auf. Oh, dafür war das jetzt. Na, komm rum. Gerade die Kurve so super und dafür jetzt die Kurve so mega beschissen. Und da sind wir auch schon im Ziel. Und ich glaube, die Zeit war. Ja, die Zeit haben wir ordentlich geknackt. Haben wir wieder 4000 dazu verdient. Und dann können wir jetzt eigentlich mal in der Garage gucken, ob es da nicht ein schönes Auto gibt. Vielleicht ein europäisches, mal sehen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hatte ich es ja eigentlich auf Heckantrieb abgesehen. So, ich gehe mal eben. Nee, wir machen es anders. So, zur Garage springen. So geht das Ganze schneller. Das Menü ist noch ein bisschen tricky manchmal, aber geht auch einigermaßen. Immer diese Ladebildschirme. Ja, was will der schon wieder? Oh Gott, ey, das ist so eine Laberbacke, dieser Spike. Also, da gibt es wirklich in dem Spiel Personen, die mir deutlich seriöser sind. So, und dann können wir uns hier mal die Fahrzeugliste durchgucken, was ich übrigens echt cool finde. Seht ihr das auch mal hier? Man hat immer einen echt schönen Beschreibungstext zu jedem Fahrzeug und kann natürlich auch sich einfach hier die Daten anzeigen lassen. Haben hier einen alten Volvo 242 aus 1975. Der einen Topspeed von 170 km/h. Du, wow, das ist mal eine Ansage im Motorsport. Der klassische Golf GTI, Toyota Sprinter, Mazda MX-5. Also man sieht schon, es sind hier echt coole Karren dabei. Das ist unser Honda Civic, den wir hier haben. Allerdings hat unserer nicht 197, sondern 360 PS, glaube ich. Haben hier einen Ford Mustang, Toyota Supra, das legendäre Straßenrennenauto. Wäre natürlich auch eine Option. Ist mit 20.000 Euro relativ günstig. Wobei 222 PS ist natürlich auch nicht so die Welt. Nissan Fairlady, Ford Mustang Foxbody finde ich persönlich gar nicht geil. Mazda RX-7, Dodge Challenger, Toyota GT86. Also, das ist wieder auch sowas. Ein Toyota GT86, dann ein Scion FRS und ein Subaru BRZ Premium. Also, das sind.
alles drei dieselben Autos. Das hätte man sich echt klemmen können, also naja. Dann den aktuellen Mazda MX-5 von 2015. Ein alter Nissan Skyline, ein Honda S2000, auch ein super cooles Auto. Finde ich auch echt geil. Lancer Evolution, auch immer cool. Der Evo 9 ist das noch gewesen. Mit 290 PS, das wäre natürlich auch was. Hat allerdings auch Allrad, also von daher nicht unbedingt perfekt zum Driften geeignet. Genau wie hier wieder Nissan Skyline GTR aus 1993. Ja, und das hier wäre natürlich was. Ein BMW M3 E46, das ist natürlich schon, hat schon was. Ich weiß nicht, ob man seine Fahrzeuge verkaufen kann. Ich hoffe es einfach mal, weil dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen was aus dem Honda Civic von uns rausholen. Ich weiß nicht, wie viel wir dafür kriegen würden. Ja, so ein M3 hat natürlich echt was. Mit 338 PS auch nicht unbedingt langsam. Gucken wir mal weiter. Ein M3 von 2010, das ist nicht das aktuelle Modell. Für 41.000. Wir könnten uns auch hier einen alten M3 holen. Ist eine Ecke langsamer als der E46. Aber hat natürlich auch einen gewissen Stil. Und worauf ich ja voll abfahre, da haben wir noch nicht das Geld für hier. Ich finde zum Beispiel auch den Porsche 911 Carrera S echt schick. Also wirklich schick. Und den würde ich auch echt gerne mal fahren, obwohl der nicht so schnell ist. Worauf ich voll abfahre, ist tatsächlich der BMW M2, der ist natürlich mein absoluter Traumwagen hier eigentlich im Moment im Spiel. Aber mit 55.000 Euro Dollar auch nicht unbedingt billig. Wir können mal weiter gucken, damit ihr mal so ein bisschen Einblick hier bekommt. Dann können wir diese Folge uns mal hier ein bisschen die Fahrzeuge angucken. Wir haben hier einen Ford Focus RS, den aktuellen aus 2016, der erstaunlich teuer ist. Also ich weiß nicht, warum der hier für 58.000 Dollar angeboten wird. Auf jeden Fall auch eine coole Kiste. Dann den M4, auch geil. Ford Mustang GT, 435 PS, ein richtiges Kraftpaket. 911 Carrera S, ein Camaro. Die Corvette allerdings, die Z06 von 2013. Nissan GT-R. Ich weiß nicht, warum dahinter immer Premium steht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja, Mercedes AMG GT. Geiles Ding, aber finde ich halt echt schade, dass das der einzige Mercedes ist. Also man hätte hier super auch noch ein, ich weiß nicht, eine alte C-Klasse oder ja, von mir aus eine E-Klasse. Ich habe keinen Plan. Genauso wie SUVs, die es hier im Spiel auch überhaupt nicht gibt. Aber wie gesagt, soll ja angeblich auch noch, SUVs wurden jetzt nicht bestätigt, aber es sollen auf jeden Fall DLCs kommen, die auch alle kostenlos sein sollen. Und da bin ich mal gespannt, ob dann da auch noch Fahrzeuge kommen, die ein bisschen mehr Bock machen, weil ein guten Ferrari 458 Italia ist natürlich geil, aber so ein Ding würde in echt niemals irgendwie getuned in irgendwelchen Underground-Straßenrennen fahren, genauso wie ein Lamborghini Diablo SV. Die Dinger sind einfach megast wertvoll. Ja, dann haben wir hier einen Huracan, McLaren, Aventador, auch echt viele Lamborghini. 1, 2, 3, 4, 4 Lamborghini haben wir hier, glaube ich, drin. Ein Ferrari F40, was auch immer der in der Tuning-Szene zu suchen hat. Und ja, das war's dann auch schon. Das ist die Fahrzeugliste. Ohne Witz, das sind alle Fahrzeuge. Ich gehe mal wieder hier ein Stück zurück. Ja, und eigentlich wäre ich dafür, dass wir uns hier den M3 E46 holen. Den kann man auch echt cool noch herrichten. Fände ich natürlich jetzt schön, wenn man hier eine Probefahrt machen könnte. Ja, aber ich glaube, den kaufe ich jetzt einfach mal. Kaufen. Deine Bank. Meine Bank hat nur so viel Geld. Okay, Übersetzung ist auch noch nicht 100% perfekt. Wir haben noch 6.000 Euro jetzt über. Kaufvorgang läuft. Ich habe noch nie ein Auto gekauft. Ja. Aufbau der Flotte. So sieht das Ganze aus. Mega spektakulär. Ha, ha, ha. So, können wir den hier nicht theoretisch verkaufen? Teileeingang. Farbe, Folie, Optik, Tuning, Handling, Abstimmung, Leistungstuning und Wagen ansehen. Oh, ja, einen Schnappschuss wollte ich jetzt gar nicht machen. Wir können den Wagen hier aber scheinbar nicht verkaufen. Oh, der lädt die Schnappschüsse auch noch alle hoch, das ist ja wunderbar. Ah, okay.
Wagen auswählen. Ah, jetzt verstehe ich. Wir haben jetzt den Wagen hier ausgewählt und den hier könnten wir jetzt verkaufen für 21.848. Und klar, gesamtes Optik- und Tuning- und Leistungstuning wird für den Wagen natürlich auch verkauft. Das wäre natürlich eine Maßnahme, weil wir brauchen natürlich auch ein bisschen Geld, um hier unseren M3 aufzupeppen. Und ganz ehrlich, so ein Civic ist zwar geil, den kann man sich später vielleicht auch nochmal holen, aber wir brauchen ein bisschen mehr Leistung und vor allem auch Heckantrieb. Deswegen verkaufe ich den Wagen jetzt einfach mal eiskalt. Seid ihr hier live dabei, wie ich hier einen Wagen verkauft habe? So, wir können uns den hier mal angucken. Man sieht jetzt natürlich, das Bild ist ein bisschen pixelig, beziehungsweise ein bisschen kriselig. Das liegt daran, dass ich Kantenglättung komplett deaktiviert habe. Lustigerweise macht das bei mir gar keinen Performance-Unterschied aus. Das heißt, ich hätte die auch einfach komplett anlassen können. Allerdings, bei einer Auflösung von Full HD verschwinden einfach die Regentropfen auf der Karosserie. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, man kann sogar ein bisschen reingucken ins Fahrzeug. Hinten die vier Endrohre. Aber warte mal ganz kurz. Ah, jetzt komme ich hier leider nicht. Komme ich hier rein? Doch, ich komme rein. Ich kann das mal ganz kurz. Ich meine, könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Ich schalte es mal eben an. So. So sieht das Ganze mit Kantenglättung aus. Schon deutlich angenehmer für die Augen. Ja, auf jeden Fall schick. Guck noch mal hinten. Die vier Endrohre, das ist natürlich schon echt sexy. Können ja mal so ein bisschen hier so eine Tuning-Folge jetzt machen. Teileeingang, was genau? Drop-in-Luftfilter? Street-Style breiter Kotflügel für keinen eigenen Wagen verfügbar. Okay. Kompressor, den könnte man hier einbauen. Man kann die Teile auch verkaufen, interessant. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal ein bisschen hier auf Leistungstuning vielleicht. Gucken mal, was es hier so gibt. Das Ganze ist auch eigentlich alles echt ausführlich. Ja, man kann ja mal gucken, wie sieht das denn hier mit Turbolader aus? Abholen. Ach so, ja, das ist ein Kompressor. Was ich auch schön finde, dass hier erklärt ist, wo der Unterschied zwischen Kompressor und Turbolader zum Beispiel liegt. Also, dass wir hier ein Kompressor arbeitet bereits bei niedrigen Drehzahlen wirkungsvoll, während ein Turbolader erst ab bestimmten Drehzahlen hohen Ladendruck produziert. Das heißt, den hier hätten wir. Der gibt uns auch ordentlich Leistung. Da müssten wir nichts für bezahlen. Wäre natürlich eine Option. Oh, wir können uns sogar schon hier den Elite-Turbolader kaufen. Aber den besten noch nicht. Nee, 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 den besten noch nicht. Den hier könnten wir uns einbauen. Der gibt 450 PS, mein lieber Scholli. Kostet 11.000 Euro. Also, wenn der schon so viel Leistung gibt, dann könnt ihr euch vorstellen, wo die Leistung am Ende hingeht. Also wir gehen mal hier zum Besten. 513 PS alleine durch den Turbolader würde das geben. Allerdings würde ich gerne erstmal ein bisschen klein anfangen. Wir können hier ein bisschen Chip-Tuning vornehmen. $900, die können wir mal investieren. Dann haben wir 345 PS. Nockenwelle, Zylinderkopf, Auspuffkrümmer. Ja, Auspuffsystem kann man auch auf jeden Fall mal überarbeiten. Oh, okay, das geht erst ab Level 15. Da fehlt uns leider noch ein bisschen was. Aber da würde ich sagen, da warten wir noch. Dann können wir den nämlich ohne Cut einbauen. Dann sparen wir Geld. Nitro. Lasse ich sogar erstmal weg, weil das kostet ein bisschen Kohle. Handbremse. Aha, Handbremskraft in einem kleinen Bereich zwischen schwach und stark. Ich weiß nicht genau, inwiefern sich das jetzt auswirkt. Ist natürlich, glaube ich, wichtig fürs Driften. Wir können hier mal einen Luftfilter einbauen. Okay, wo ist jetzt hier der Unterschied? Gibt irgendwie keinen. 351 PS lohnt sich nicht wirklich, nee. Ich gucke nochmal eben, bauen wir doch einen Turbolader ein, würde ich sagen. Würde ich aber sagen, nehmen wir erstmal den hier. Sind wir schön günstig, ein Kompressor. 390 PS, das ist ganz toll. Kostet nichts. Können wir später uns einen anderen Wagen, einen anderen Turbolader noch einbauen? Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Leistung.
Farbe und Folie und Optik-Tuning. Ja, gut. Ich würde sagen, die Farbe können wir erstmal so lassen. Optik-Tuning. Motorhaube, Frontstoßfänger, Fahrzeuglage, klar. Ein bisschen tiefer muss er früher oder später auch noch. Finde ich gerade gar nicht so geil. Was haben wir hier? Im Ernst? Ach so, CSL. Ist das jetzt alles? Mehr gibt's nicht. Okay. Ich guck mal weiter eben. M2 Motoring. Boah, das ist natürlich echt Porno. Mit diesen Lufteinlässen. Die schwarze BMW-Niere dann. Das sieht schon krass aus. Lass ich auch noch. Ich mag eigentlich immer, wenn die Autos relativ unscheinbar aussehen. Aber man sieht auch, wir haben hier noch nicht besonders viel freigeschaltet, ne? Ja, komm, dann bauen wir das jetzt einfach mal ein. Die 500 Euro will ich investieren. Auspuff. Ah. Oh. Oh. Hm. Uff. Alter, also manche Sachen sehen auch echt pervers aus. Guckt euch das mal bitte schön an. Das ist doch echt... Was mir... Na, jetzt habe ich schon wieder einen Schnappschuss gemacht. Was jetzt hier gar nicht... Boah, nee. Oh, das ist aber wirklich... Bozo-Zoku-Style. Boah, das sieht aber echt pervers aus. Die hier könnte man sich vielleicht sogar überlegen, wobei vier Intro natürlich auch geil sind. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt hier trotzdem mal, bevor die noch zu lang wird. Und dann tunen wir in der nächsten Folge unseren BMW M3, den wir hier frisch gekauft haben, noch ein bisschen optisch weiter. Und dann geht's rauf auf die Piste und ein paar Gegner abziehen, würde ich sagen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, lasst wieder Feedback da zum Spiel, zur Folge, zum Let's Play, zu meinem Stil, egal was auch immer. Einfach rein damit in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, bis bald.